Habe die Ehre. In diesem Video geht es nochmal ums Versprechen. Es dreht sich nochmal um dein Aushängeschild, wie du dich darstellst, wie du nach außen gehst. Und ja, wenn du die vorigen Stufen durchgegangen bist, heißt, du hast dein Angebot gemacht, du hast festgestellt, wem du helfen willst, hey, wem du helfen willst. Dazu kommt aber auch noch was später dazu, zu deinem Kunden. Wenn du weißt, dass sich dein Angebot stimmig mit dir anfühlt, wenn du schon ungefähr weißt, was du für eine, ja, für eine Zusammenfassung, also sprich dein Strategiesatz, dein Versprechen letztlich, wie das ausschauen sollte, dann gebe ich dir jetzt noch ein paar Tipps zum Thema Inhalt, wie du es noch knackiger machen kannst, wie es noch so richtig sexy sein kann. Und dann gehen wir auch nochmal auf einen Synonym, auf einen ähnlichen, auf einen ähnlichen ja, Bedeutung oder auf eine Erklärung, was denn dieses Versprechen eigentlich ausmacht. Nämlich ist ein Dreisatz und da bin ich beim ersten Thema. Was genau, wie genau kann dieser Satz denn ausschauen? Und da gibt es eine ganz gute Formel, die ich kennengelernt habe. Ich nenne sie die ABC-Formel. Das heißt, wie komme ich von A über B nach C so ungefähr? Ein kurzes Beispiel dazu. Wie verliere ich 10 Kilo? Ich bin Fan von Gewichtsverlust, wie du merkst. Wie verliere ich 10 Kilo ohne Sportgeräte innerhalb von 10 Tagen oder 30 Tagen? Oder wie gewinne ich 10.000 Euro ohne Vorahnung zum Thema Finanzen innerhalb von 3 Monaten? Oder je nachdem, was für eine Zeit du festsetzen willst. Also das zu dem Thema ABC. Dann gibt es noch ganz wichtig auch, wenn es wirklich sofort jemanden ansprechen soll. Und dann sind wir wieder bei dem vorigen Video, wo ich auch schon erwähnt habe, dass es ein dringendes Thema sein sollte, was deinen Kunden oder was deine Interessenten auch beschäftigt. Dann geht es um das Thema Märkte. Welche Märkte, welche Nischen sprichst du dann am besten an, damit du sofort auf jemanden triffst, der dich dadurch angesprochen fühlt. Es gibt 3 Hauptmärkte. Das ist einmal das Thema Reichtum, also das heißt Make Money. Dann gibt es noch die Gesundheit, also zum Beispiel Thema Abnehmen, wie verliere ich 10 Kilo, wie schon in meinen Beispielen öfters ausgeführt. Und zum dritten ist das Thema Beziehungen, also Liebesbeziehungen, Flirten, wie finde ich meine Traumfrau, meinen Traummann etc. So, das waren die wichtigsten Inhalte oder die wichtigsten Tipps, die ich geben wollte, sind zum Inhalten. Dann nochmal ganz wichtig, es soll messbar sein, es soll eine Zahl, wenn die da mit drin vorkommt, wie ich jetzt auch schon genannt habe, dann kannst du das auch noch viel, ja, greifbarer machen, viel anschaulicher und das Ganze ist dann einfach abgerundet und betrifft dann auch eine bestimmte Personengruppe, die versteht, zum Beispiel, wenn es darum geht, ums Thema Geld, dass ich so und so viel Thema oder so und so viel Geld durch dieses Trainingsprogramm, durch dein Coaching, durch deine Hilfe bekomme, kann ich auch entsprechend investieren. Also es hat auch noch einen gewissen psychologischen Effekt dahinter, der nicht zu verachten ist natürlich. So, dann war es ja schon wieder für heute, für diesmal. Also das heißt, wenn du noch kein wirklich sich gut für dich stimmiges Versprechen, diesen Dreisatz noch nicht wirklich ausformuliert hast, kein Problem, macht gar nichts. Das Ganze darf auch dauern. Das ist ein Entwicklungsprozess, so wie alles sich entwickeln darf, wie du dich auch. Dein Coaching, deine Hilfestellung bleibt ja nie, wie sie immer ist. Und entsprechend darfst du sich auch verändern im Vergleich zu den Personen, mit denen du zusammenarbeitest. Daher ist, und das Gleiche gilt eben auch fürs Versprechen, lass dich davon nicht abhalten, viel rumzubasteln, gewisse, ja, Tests zu laufen zu lassen. Und wenn du Fragen dazu hast, wie so ein Versprechen ausschauen darf, wenn du generell Fragen hast, kannst du gerne in den Kommentar schreiben oder mich auch kontaktieren. Ich bin ja
auch auf anderen sozialen Netzwerken, wo du direkten Kontakt mit mir aufnehmen kannst. Dann lade ich dich dazu ein, einfach mal damit zu arbeiten, das Ganze auf dich wirken zu lassen. Komm gerne auf mich zurück. Ich nehme gerne Zeit für dich und dann hoffe ich, dass du zum Erfolg kommst. Denn vergiss nicht, andere Resultate kommen nur durch andere Handlungen. So, mein Name ist Martin Zimmermann. Ich helfe erfolglosen Coaches, ein monatliches Einkommen von 10.000 Euro zu verdienen. Und wenn du Interesse hast, mit mir in Kontakt zu treten, dann kannst du auch gerne ein kostenloses, unverbindliches Gespräch buchen über Calendly. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.